Am Donnerstag und Freitag findet zum vierten Mal der Liechtenstein-Kongress an der Universität Liechtenstein statt. Der Liechtenstein-Kongress ist eine Partnerschaft mit der Regierung und anderen Gruppen im Land und in der Region, um uns eine nachhaltige Zukunft vorzustellen. Und zwar in verschiedenen Bereichen, Architektur, Raumentwicklung, aber auch Finanz, Business, Wirtschaftsinformatik. Dinge, die wir an der Hochschule tun, an der Universität in Liechtenstein, aber die Dinge, die wir auch wirklich tun möchten für unsere Zukunftsgeneration. Es ist jetzt das vierte Mal, wir haben uns schon seit 2008 auf dieses Programm eingependelt und freuen uns, das auch jetzt weiter als fixe Institution im Lande weiterzuführen. Wir sind ja insbesondere heuer fokussiert auf unsere 50. Jahresfeier der Architektur und Raumentwicklung an der Universität, also im Land als Bildungs- und Forschungsinstitution, und da sind wir insbesondere auf diese Themen fokussiert. Da haben wir die wirklich großen Größen weltweit heute bekommen. Professor Sobeck ist hier aus Stuttgart, der auch am Chicago Institute of Technology lehrt als Professor. Weltweit bekannt ist Professor Hegger. Wir haben berühmte Größen aus anderen europäischen Ländern. Wir haben auch unsere eigenen Experten und Forscher heute aufgegleist. Und morgen geht es dann spezifisch um ein neues Forschungsprojekt, das wir gerade fertiggestellt haben. Bodensee-Alpenrhein-Energieregion und inwieweit sich unser Land und unsere Region mit erneuerbaren Energien selbst versorgen kann und welche Gewinne wir daraus schöpfen können. Wir haben seit dem Beginn des Zürich-Liechtenstein-Schweizer Klimapreises hier in der Universität Liechtenstein auch diesen Preis mitgetragen. Und dieses Jahr, diesen Abend, wird also praktisch eine neue Serie von Gewinnern vorgestellt. Und auch der neue Preis ausgeschrieben für das kommende Jahr. Zuerst einmal freue ich mich, dass die Universität das Ereignis, dass es jährlich stattfindet, dass der Universität gelungen ist, das nicht mehr zu einem einmaligen Ereignis und dabei bewenden zu lassen. Und dann denke ich, dass es einem Bedürfnis der Bevölkerung auch entspricht. Das sagen Zuschauerzahlen. Und als Ministerin für Umwelt bin ich natürlich erfreut über jegliche Veranstaltung, die stattfindet, um die Sensibilisierung der Bevölkerung zu verstärken und zu wecken. Ich denke, dass die Liste der Referenten und die unterschiedlichen Referate sagen, dass sowohl globale Themen von weltweiter Bedeutung, aber auch Themen, die einen lokalen Nutzen haben, praxisorientierte Themen zur Sprache kommen. Und damit ist es natürlich für das Liechtenstein interessant. Aber ich denke, wir können uns so globale Themen insgesamt nicht entziehen. Wir wollen uns Gedanken machen über Energieeffizienz und über nachhaltige Entwicklung vom Raum. Ich erhoffe mir Ideen, Inspiration, aber auch persönliche Horizontentwicklung. Und ich denke, wenn man die Referate anhört, kann das durchaus dazu beitragen. Ich freue mich schon, am einen oder anderen teilzunehmen. Ich möchte auch die Bevölkerung herzlich einladen, sich von Fachleuten orientieren zu lassen, wie man den Alltag ressourcenschonend gestalten kann.